EA Productions. EA Poe Productions liest Die Hecke. Eine Geschichte von EA Poe Productions. Der Indian Summer hatte gerade begonnen, als die Einladung meines Freundes per Boten bei mir eintraf. Ich solle, so schrieb er, für einige Tage hinaus auf sein Landgut kommen und ihm eine Weile Gesellschaft leisten. Ihm sei danach, und er dulde keine Widerrede. Der Bote sei angewiesen, auf eine verbindliche Antwort zu warten. Ihr müsst nun wissen, meine verehrten Zuhörer, dass mein Freund zuweilen ein herrisches Gebaren an den Tag legte und dabei durchaus Gerechtigkeit walten ließ zwischen seinem Gesinde und Besuchern. Eine Bitte seinerseits, erst recht, wenn mit einer solchen Überzeugungskraft vorgetragen, verlangte durchaus nach einer angemessenen Reaktion, und die konnte nur lauten: Bin unterwegs. Nur schwer ließ sich der Bote überreden, doch wenigstens einige Happen zu sich zu nehmen und etwas Wärmendes zu trinken, bevor er aufbrach, und ich wußte, die Nächte konnten in dieser Gegend überraschend kühl werden zu dieser Jahreszeit. Sichtlich unter Druck, aber gestärkt und guten Mutes, verließ er kurz vor Sonnenuntergang mein Haus, meinem Freunde die freundliche Annahme seiner Einladung zu überbringen. Ich hatte den Fortgang des jungen Mannes von der Terrasse aus beobachtet und ihm eine Weile gedankenverloren hinterhergeblickt. Nun wandte ich mich um und bemerkte meinen Diener einige Schritte hinter mir in der offenen Türe stehen. Noch bevor ich etwas sagen konnte, sprach er: »Eure Koffer sind bereits gepackt, und der Kutscher ist mit allem instruiert, euch an euer Ziel zu bringen. Ich nahm an, euren Schachabend wolltet ihr dennoch wahrnehmen, Sir?« »Ich habe daher die Abreise für morgen nach dem Frühstück angewiesen. Kann ich sonst noch etwas für euch tun, Sir?« Ich mußte unwillkürlich lächeln. »Mein treuer Diener!« Stets wußte er, was ich wann als nächstes benötigen würde, und es gab so manche Gelegenheit, da ich mich insgeheim fragte, wer denn nun eigentlich die Entscheidung getroffen hatte. Doch er war mir bereits ein guter Freund gewesen, als er noch meinem Vater diente, und er ist es geblieben, als er mein Diener wurde. Der Schachabend. Über den erfrischenden, weil unerwarteten Besuch war ich offenbar dermaßen entzückt, dass ich mein liebgewordenes, wöchentlich wiederkehrendes Ritual darob beinahe vergessen hätte. Doch nun kehrte die Erinnerung wieder zurück. Ich lächelte noch immer, und nun blickte ich meinem Freund und Diener in die Augen und antwortete ihm schließlich: »Nein, danke, alter Freund«, hob ich an und fuhr fort, »du hast mir wieder alles bis auf das Kleinste vorbereitet, nehme ich an. Selbst diese scharf gewürzten Erdnüsse für Sir Simon hast du wieder aufgetrieben, wie ich gesehen habe?« Er verzog keine Miene und ließ mit keinem Muskel seines Gesichtes erkennen, wie er darüber dachte und ob das Lob ihm wohltat. Dennoch hatte ich das Gefühl, als habe er noch gerader als gewöhnlich gestanden, als er erwiderte: »Selbstverständlich, Sir, als ihr bei den Hendersons waltet, vergangenen Freitag«, er machte eine unbestimmte ausladende Geste, während er sprach, »habe ich die Gelegenheit genutzt, bei unserem Hauslieferanten in Erinnerung zu bringen, welche Umsätze ihr ihm bringt und wie wichtig die gewürzten Erdnüsse für euer Wohlbefinden seien. Er hat verstanden und sie höchst selbst heute Vormittag vorbeigebracht.« Für einen Augenblick sah er gedankenverloren in die Ferne, wurde aber sogleich wieder ernst und dienstbeflissen. »Du kannst dich zurückziehen, mein Freund«, sagte ich zu ihm und legte ihm die Hand auf die Schulter. »Du hast mir stets treu gedient, und auch mein gestrenger Herr Vater, der nichts Gutes an mir fand, wußte kein einziges schlechtes Wort über dich zu berichten. Ach, was wäre ich nur ohne dich!« »Der Herr«, sagte er ebenso kurz wie ehrwürdig, entwand sich auf die höflichste Art und Weise meinem Verbrüderungsgriff und schritt von dann, um in den Zimmerfluchten zu entschwinden. »Mein guter Freund!«
Ich hatte ihm, der nun schon alt geworden war, bereits mehrfach eine kleine Mansardenwohnung angeboten und ihn aus Sorge um seine Gesundheit gebeten, etwas kürzer zu treten. Doch er hatte dieses Ansinnen geradezu empört von sich gewiesen und darauf bestanden, weiter in dem gewohnten Umfange tätig zu sein. Und auch sein Quartier im Gesindetrakt wollte er partout nicht aufgeben. Ich hatte es mehrere Male in Folge versucht, und mein letzter Vorstoß hatte mir ein einziges Mal einen Einblick in seine Denkweise verschafft. Mit Tränen in den Augen erzählte er mir von meinem Vater, von mir, als ich ein kleiner Junge war, die Freude, die er empfand, mich aufwachsen zu sehen, den Schmerz, wenn jemand aus der Familie verschied. Das war vor über 2 Jahren gewesen, und seither habe ich das Gespräch nicht mehr darauf gebracht. Die Mansardenwohnung aber habe ich noch immer für ihn reserviert, und sie ist auf der Stelle bezugsfertig. Höchstpersönlich habe ich die regelmäßige Durchsicht der Hauswirtschafterin angewiesen und den Schlüssel an seinem Platz in der Diele gehängt. Doch wann immer mein Diener daran vorbeiläuft, scheinen seine Sohlen eine Spur kerniger zu quietschen, und ich habe ihn auch schon mit der Nase schnauben hören. Mein alter Freund! Wie gerne würde ich mit dir mal einen Whisky am Kamin trinken und von alten Zeiten plaudern, statt mich von dir bedient zu wissen. Aber wenn du aufgehst in dem, was du tust, wird bei mir immer ein Ort für dich sein. Der Schachabend. Mein Freund und Diener hatte sich ja erstklassig vorgesorgt, und da wir einen speziellen Diener für die Gäste unseres Salons eingestellt hatten, mein Diener hatte darauf bestanden, die Auswahl selbst vornehmen zu dürfen, war für den Abend gesorgt. Während wir uns zum Spiele begaben, tat er, was er zurückziehen nannte, und das bedeutete, er bereitete meine Kleidung für den kommenden Tag, richtete mein Schlafgemach, bügelte und flickte die Sachen, die er der Schneiderin nicht anvertrauen mochte, und war damit noch beschäftigt, wenn ich spät zu Bette ging. Dennoch stand er am frühen Morgen wie aus dem Ei gepellt und mit scheinbar unerschütterlicher Kraft an meinem Bette, mich so sanft wie möglich, aber so nachdrücklich wie von mir befohlen, zu wecken. Nichts deutete auf eine Abweichung von der Routine hin, und ich war guten Mutes. Sir Simon sollte sich ruhig an meinen scharf gewürzten Erdnüssen bedienen. Teuer genug werden sie gewesen sein, daran zweifelte ich nicht. Doch heute Abend würde ich ihn in seine Schranken verweisen, und den Gedanken daran trug ich mit mir, bis Geräusche aus der Diele mich aufmerksam werden ließen. Meine Gäste trafen ein, und während mein Personal sowohl die Gäste als auch deren Oberbekleidung verstaut hatten, hatte ich mich in meinen Gemächern in eine etwas privatere und zwanglosere Kleidung gehüllt. Die gestärkten Kragen meines Dieners taten gute Dienste bei nicht enden wollenden Vorträgen oder Opern. Beim Brettspiel aber fühlte ich mich eingeengt und zog daher das Spiel mit Freunden und einen zwangloseren Auftritt vor. Leider war die Auswahl an passablen Schachspielern in meinem Freundeskreise nicht sehr groß, und nur der altehrwürdige Sir Simon vermochte mir ernsthafte Schwierigkeiten zu bereiten. An ihm war also kein Vorbeikommen, wollte ich in der Übung bleiben. Es war dies jedoch ein teuer erkauftes Vergnügen, denn Sir Simon schwankte ständig zwischen seinem herrischen Wesen und seiner Arroganz hin und her, und auch er machte dabei keine nennenswerten Unterschiede zwischen meinen Bediensteten und mir. Doch da er, ich erwähnte es ja bereits, ein ganz passabler Schachspieler war, ließ ich mir sein Spiel zu dieser wöchentlichen Gelegenheit gefallen und schluckte den Ärger, den er mir mit seiner proletenhaften Art bereitete, hinunter. Mein Diener war mein bester Lehrmeister gewesen im Umgang mit der feinen Gesellschaft, und er hatte ganze Arbeit an mir geleistet. Allenthalben sprach man seit der ersten Partie in meinem Hause in der feinen Gesellschaft von den 2 besten Freunden, die ein Herz und eine Seele geworden seien, und ich wußte, daß Sir Simon nur Gutes über mich zum Besten gab, wenn ich nicht zugegen war und er den Mittelpunkt seiner Gesellschaft suchte.
Doch wenn sich die Türen zum Spiele hinter uns schlossen, verwandelte er sich in eine Kreatur, die von den niedersten Instinkten gesteuert zu sein schien und der ich nichts sehnlichster wünschte als das größte denkbare Unglück. Doch ich schwieg, hatte aus Rücksicht auf die Etikette geschwiegen und würde es auch weiterhin tun, würde es weiterhin nehmen, bis ich dereinst die Lust am Spiele entbehren würde. Ganz in feinstes Tuch gehüllt, das ich dereinst aus Indien mitgebracht, trat ich in den Salon. Sir Simon war gerade damit beschäftigt, meine Haushälterin wegen irgendetwas zurechtzuweisen, und etwas abseits standen zwei Herren, die diesem Schauspiel sichtlich angewidert beiwohnten. »Meine Freunde«, rief ich und schritt auf die Gruppe zu, die Herrschaften zu begrüßen. Ungeachtet der Tatsache, dass ich seine beiden Begleiter ansteuerte, trat Sir Simon mir in den Weg, um die Aufmerksamkeit, ganz wie es seine Art war, auf sich zu lenken und begrüßte mich mit seiner buschikosen und sehr unangebrachten Weise. Meine beiden anderen Freunde standen anbei und schienen wenig überrascht ob dieser unverzeihlichen Unhöflichkeit, schienen dieses Schauspiel aber erwartet zu haben und waren es gewohnt, zurückzutreten. »Na, alter Freund«, stieß Sir Simon mit herrischer Stimme hervor, »seid ihr bereit, euch von mir in eure wohlverdienten Schranken weisen zu lassen?« Und als ob er seine Bemerkung für den größten Scherz des Tages gehalten hätte, lachte er laut und kernig. Damit war seinem Geltungsdrang, angesichts des eher spärlichen Publikums, jedoch bereits Genüge getan, und er pflanzte sich in einen der bequemen Sessel, die in einer Runde vor dem offenen Kamin und um ein Schachtischchen gruppiert standen. Endlich hatte ich Gelegenheit, auch die beiden anderen Freunde auf das Herzlichste zu begrüßen, und während wir wissende Blicke tauschten, nahmen auch wir in den bequemen Sesseln Platz. Nun war es üblich, in unseren Kreisen den vergnüglichen Spielabend mit einem angeregten Gespräche zu verbringen, doch Sir Simon, heute in einer besonders misanthropischen Stimmung, grunzte nur vor sich hin und verlangte, ohne weitere Umschweife mit dem Spiel zu beginnen. Und natürlich bestand er darauf, da immer nur eine Partie gespielt wurde, die erste zu bestreiten. So kam es, dass mein Diener mit den Drinks, die er für die Unterhaltungen vor dem Spiele bereitet hatte, hereinkam, als die erste Partie bereits in vollem Gange war, und diese Partie verlief bis dorthin nicht unbedingt in Sir Simons Sinne. Oh ja, er war ein hervorragender Spieler, gewiss, doch des Schachspiels bemächtigt man sich nicht so einfach durch pures Wissen oder Geschick in der Führung der Figuren auf dem Brette. All das gilt nichts, hat man währenddessen seine Emotionen nicht an straffen Zügeln. So war Sir Simon, als mein Diener mit den Drinks hereinkam, bereits zweier Bauern und eines Springers ledig und sah nun, durch meinen letzten Zug, seine Dame in Bedrängnis geraten, was ihm sichtlich keine Freude bereitete. Mein Diener stellte wortlos die Drinks auf den Tisch, öffnete die ebenfalls mitgebrachte Schale jener gut gewürzten Erdnüsse, von denen eingangs bereits die Rede war, und stellte diese an Sir Simons Seite. Dieser blickte plötzlich mit hochrotem Kopf empor und schnauzte meinen Diener auf eine Art und Weise an, die selbst seine Verhältnisse deutlich übertraf. Er nannte ihn einen Hund, der ohne den geringsten Verstand sei und seine Konzentration störe, verwünschte ihn und jagte ihn hinaus. Mein Diener verzog keine Miene, und als ob kein einziges Wort gefallen sei, verrichtete er seine Handgriffe und warf mir einen kurzen, fragenden Blick zu, bevor er den Raum verließ. Ich antwortete ihm ebenso wortlos, dass alles auf das Beste bereitet sei und er sich zurückziehen dürfe. Da wir uns sehr gut kannten, brauchten wir die verbale Kommunikation längst nicht mehr, und er verstand daher auch das Bedauern in meinen Blicken, mit dem ich ihm die Unhöflichkeiten Sir Simons zu entschuldigen suchte. Er verließ den Raum und schloss die schwere Eichentüre hinter sich so sanft, dass er nicht mehr bemerkt wurde.
Doch der ungewöhnlich heftige Ausbruch Sir Simons hatte meine Ehre und noch mehr die meines treuen Dieners verletzt, und ich schwor ihm in diesem Augenblick Rache, auch wenn ich nicht wußte, wie diese umzusetzen wäre. Wir setzten die begonnene Partie wortlos fort, und wenige Züge später, mein Gegner war soeben seiner Dame verlustig gegangen, beendete er das Spiel mit einer wischenden Handbewegung, mit der er die Figuren vom Brett fegte. Einen Augenblick herrschte Stille im Raum, und nur das Prasseln des Feuers untermalte die gespannte Stille. Schließlich wandte ich mich wieder zu Sir Simon und fragte ihn, ob er sofort eine Revanche wolle, woraufhin er wutentbrannt, den Sessel nach hinten stoßend, aufstand und wild gestikulierend hin und her lief und mir vorwarf, meinen minder bemittelten Diener zum Zwecke der Störung hereingebeten zu haben. Und so erging er sich eine ganze Weile in Verwünschungen der übelsten Art. Meine Freunde saßen anbei, nippten an ihren Drinks und schwiegen, sahen mich nur wortlos an und schüttelten sanft und fast unmerklich die Köpfe. Plötzlich kam mir der Besuch des Boten im Laufe des Nachmittags wieder in den Sinn, und ohne genau zu wissen, was ich tat, ergriff ich nun das Wort und begann Salz in Sir Simons Wunde zu streuen. Ich bat ihn, den Verlust einer Partie sich doch nicht so zu Herzen zu nehmen. Eine verlorene Partie sei doch kein Beinbruch. Langsam steigerte ich nun die Intensität dieser Relativierungen und bot ihm schließlich an, wie ich darauf kam, vermag ich heute auch nicht mehr zu sagen, doch zu einer Revanche auf das Landgut jenes Freundes, der mir am Nachmittag seine Einladung hatte überbringen lassen, zu kommen und so seine Satisfaktion zu erlangen. Noch heute rätsle ich, warum ich diesen Vorschlag machte, denn von den Ereignissen, die noch folgen sollten, hatte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht die geringste Ahnung. Er aber akzeptierte meine Einladung und versprach, sich am Abend des folgenden Tages dort zur Revanche einzufinden. Dann setzte er sich wieder geräuschvoll und schwieg verstockt vor sich hin. Trotz dieses Vorfalls spielten wir noch einige Partien an diesem Abend. Sir Simon allerdings sah nur noch zu und wollte sich nicht mehr überreden lassen, noch eine weitere Partie an diesem Abend zu bestreiten. Stattdessen sah er nur mit mäßigem Interesse den laufenden Partien zu und schob sich zwischendurch immer wieder eine Handvoll der extra für ihn besorgten scharfen Erdnüsse in den Mund, sprach aber kein Wort mehr, und als die Runde sich schließlich auflöste, verabschiedete er sich mit einigen flüchtig dahingemurmelten Worten und der Versicherung, vorbereitet zur Revanche auf dem Landgut meines Freundes zu erscheinen. Dann herrschte er meinen Kutscher, der an der Haustüre stand, an, die Türe zu öffnen, stob hinaus und nahm, ohne sich noch einmal umzudrehen, in seiner Kutsche Platz und entschwand. Ich verabschiedete inzwischen meine beiden anderen Freunde auf das Herzlichste, und wir vereinbarten uns in der kommenden Woche, wie gewohnt, zu treffen. Ihre Blicke schienen zu fragen, ob die Runde unbedingt Sir Simons Anwesenheit erforderlich machen würde, aber sie waren von viel zu erlesener Erziehung, als dass sie es gewagt hätten, einen solchen Gedanken in Worte zu fassen. Wir ahnten alle drei nicht, wie schnell dieser nicht ausgesprochene Wunsch in Erfüllung gehen sollte. Während ich noch von der Terrasse den Kutschen meiner Freunde hinterherblickte, hatte im Haus bereits wieder ein geschäftiges Treiben eingesetzt, und das Kaminzimmer befand sich wieder in seinem ursprünglichen Zustande, als ich zurück in die große Halle trat. Der Abend hatte mich angestrengt, und ich beschloss, mich in meine Gemächer zurückzuziehen. Ich nahm in meinem Studierzimmer Platz, wo ich noch eine Weile über den heutigen Tag und die bevorstehende Reise bei einem Glas Cognac und einer Pfeife nachgrübelte, bevor ich mich schließlich zu Bett begab und in wilden Träumen versank. Nachdem die Temperaturen in der Nacht beinahe auf den Gefrierpunkt abgesunken waren, erstrahlte der folgende Morgen in den prächtigsten Farben, die der Indiensommer hervorzubringen wußte, und das Thermometer wies höchst angenehme 20 Grad aus, als ich aus meinem Bette stieg, den Morgenmantel überwarf und auf den Balkon meines Schlafgemachs hinaustrat,
um den Tag zu begrüßen. Unbemerkt und lautlos war mein treuer Diener eingetreten, um das reichlich zerwühlte Bett zu orten und die Decken zum Auslüften fortzutragen. Ebenso hatte er mir frische Bekleidung in genau jener Reihenfolge zurechtgelegt, in der ich sie anzulegen wünschte. Ich lächelte. Bestimmt hatte er noch immer gegen den Wunsch, mich höchst selbst anzukleiden, ankämpfen müssen. Doch dies hatte ich ihm bereits vor einigen Jahren zu seinem tiefsten Kummer untersagt. Ich war ein erwachsener Mann, und auch wenn man mich in einem Elfenbeinturm erzogen und dort belassen hatte, gab es Dinge, die ich niemand anderem überlassen mochte. Auch nicht meinem treuen Diener und Gefährten. Er hatte es schweigend hingenommen, doch wenn er mich gelegentlich beim Ankleiden beobachtete, erschien es mir, als zucke es in seinen Händen. Aber er war ein Diener durch und durch, und der Wunsch seines Herrn war ihm Befehl. »O, treuer Freund, der du doch bist«, dachte ich und schlüpfte in meine Gewänder, während er den Raum bereits wieder verlassen hatte. Angekleidet und mit freudiger Erwartung auf das, was der Tag mir an neuen Erlebnissen bringen mochte, schritt ich die gewundene Treppe hinab, und als ich den Speiseraum betrat, in dem ich mein Frühstück an einem sehr langen Esstisch aus poliertem Ahorn, eine geschmacklose Anschaffung meines verblichenen Vaters, einzunehmen beabsichtigte, stieg mir der anregende Duft frisch aufgebrühten Kaffees und frisch aufgebackenen Brotes in die Nase. Ich war, ungeachtet meiner herrschaftlichen Erziehung, kein Mensch, der dem Luxus sehr zugetan war. Doch der exklusive Genuss frischer Kaffeebohnen war mir ein tiefes Bedürfnis, und erst vor einigen Jahren hatte ich die Küche erweitern lassen, um meinem Koch die Möglichkeit zu schaffen, auch das Brot im Hause zu backen, statt es im Ort besorgen zu lassen. Ich fühlte mich wundervoll, und die belebende Stimmung, die dieses allmorgendliche Ritual in mir zu erzeugen wußte, trug ich in mir, als ich aufstand und hinaus in die Vorhalle trat. Mein Diener stand bereits mit meinem Mantel bereit. Er genoss dies ganz besonders, denn dies hatte ich mich dann doch nie getraut, ihm zu untersagen, und ich ließ es zu, dass er ihn mir überstreifte. »Eure Kutsche steht für euch bereit, Sir«, sagte er mit sanftem Tonfall und eilte voraus, die schweren Türen zu öffnen. Es ginge es darum, einem herrschaftlichen Trosse den Weg zu bereiten, und nicht einem einzelnen Manne, dem die Seitentüre ohne weiteres ausgereicht hätte. Ich stieg in die bereitstehende Kutsche und sah mich noch ein letztes Mal um, mein Anwesen zu betrachten. Nur mein Diener stand auf der gewaltigen Treppe mit den zwei protzigen Löwenstatuen zur linken und rechten und sah meiner davonrumpelnden Kutsche hinterher. In dem Geheimfach unter meinem Sitz fand ich meine Pfeifen und jene luftdicht verschlossene Dose mit einer Tabakmischung, die mein getreuer Diener selbst zusammenstellte. Niemanden mochte er mit dieser verantwortungsvollen Aufgabe zu betrauen, und während der Kutscher die Pferde zur Eile antrieb, stopfte ich mir meine Meerschaumpfeife, zündete sie an und versank in unzusammenhängenden Gedanken. Erst als die Kutsche sich dem Landgut meines Freundes und Gastgebers näherte, verflogen diese, und ich erwartete voller Neugier und gespannter Erwartung das Auftauchen des gediegenen Anwesens hinter der nächsten Biegung. Es fiel mir nun erst auf, dass ich keinerlei Hinweis hatte über das Begehr meines Freundes, und auch wenn seine etwas herrische Tonart nicht weiter ungewöhnlich war, so war die eilige und begehrliche Einladung unter diesen Umständen schon ein wenig ungewöhnlich. Wäre es nicht so untypisch für ihn gewesen, hätte man meinen können, er suche meine Hilfe bei einem Problem, das er nicht alleine zu lösen vermochte. Seltsam, dachte ich bei mir und wunderte mich, dass mir dies nicht bereits am Vortag zu Bewusstsein gekommen war. Endlich tauchte hinter der nächsten Biegung jene kleine Allee auf, die schnurgerade bis zu dem Landgut meines Freundes führte. Die Eichen, die den Weg säumten, erstrahlten im Licht der ansteigenden Vormittagssonne in allen Farbtönen, die das menschliche Auge zu schauen vermochte, und die Luft war klar, frisch und rein. Es war ein wundervoller Tag.
Mein Freund erwartete mich bereits an der Tür des langgestreckten, ganz aus tropischen Hölzern gebauten Landhauses. Keine Dienerschaft war zu sehen, und auch sonst schien aus allem, was ich erblickte, gediegene Einsamkeit zu erstrahlen. Er kam mir entgegen und schüttelte mir auf ungewöhnlich herzliche Weise die Hand, als ich aus der Kutsche gestiegen war und ihm in die Augen blickte. Mein Kutscher war inzwischen von seinem Platze heruntergestiegen und entlud meine beiden Taschen, die mein Diener vorbereitet und im Gepäckfach verstaut hatte, und nahm dann seinen Platz wieder ein. »Euer Herr wird die Nacht hier verbringen«, sagte er zu meinem Kutscher in befehlsgewohntem, aber freundlichem Tonfall, und fuhr dann fort: »Seid morgen um diese Zeit wieder zurück, und nun fahrt davon.« Mein Kutscher gehorchte wortlos, und ich folgte meinem Freunde, die beiden abgestellten Taschen ergreifend, in sein Haus. »Ein Drink? Eine Pfeife?« fragte er, ohne eine Antwort abzuwarten, und ich folgte ihm, nachdem ich meine beiden Gepäckstücke abgestellt hatte. Ein einzelner Diener ergriff diese sofort und trug sie davon. Mein Freund liebte diese Abgeschiedenheit, und ich wußte, daß er oftmals hier herauskam, ohne Bedienstete mitzunehmen. Es war ein Entgegenkommen an meine Person, daß er dieses Mal eine Ausnahme machte, so dachte ich immerhin, doch dieser Gedanke wurde schnell verwischt, als wir sein Kaminzimmer betraten. Die großen Glastüren, die hinaus auf die Terrasse führten, standen weit geöffnet. Die Sonne warf ihr Licht auf die groben Dielen, und ich empfand eine unerklärliche Beklemmung, als wir auf die Terrasse hinaustraten, die trefflichst hergerichtet war. Zwei sehr bequeme Sessel standen dort, zwischen diesen ein kleines Rauchtischchen, auf dem ein Pfeifenschränkchen und eine Tabaksdose standen, und davor ein etwas größerer dunkler Marmortisch, ein Liebhaberstück, das er von seiner letzten Reise aus dem italienischen Carrara mitgebracht hatte, auf dem zwei große Cognac-Schwenker standen. Das Brauen des edlen Tropfens, der noch in Bewegung schien, der Diener mußte wohl gerade erst eingeschenkt haben, harmonierte mit den Farben der dritten Jahreszeit auf angenehmste Weise. Von der Terrasse aus konnte man einen guten Teil des zum Anwesen gehörenden Gartens sehen. Einige kitschige weiße Marmorfiguren standen wohlverteilt zwischen kunstvoll geschnittenen Ziersträuchern und Bäumen, und während wir Platz nahmen und meine Blicke umherwanderten, begann mein Freund zu sprechen. »Fällt dir etwas auf, mein Freund?« fragte er mich und nippte an seinem Cognac. Ich sah mich um und überblickte alles bis zu der hohen und dichten Hecke, die das Anwesen umgab. »Es ist ein wundervoller Tag«, antwortete ich ihm und fuhr fort, »und dein Anwesen ist auf das Feinste hergerichtet. Wie immer hat dein Gärtner eine wunderbare Arbeit geleistet.« »Natürlich hat er das«, erwiderte er etwas mürrisch, um dann in eher sanftem Tonfall fortzufahren. »Aber sonst? Fällt dir sonst nichts auf?« Ich sah mich erneut um und lauschte. Da ich aber nichts Ungewöhnliches bemerken oder hören konnte, verneinte ich seine Frage. »Hörst du das denn nicht?« fragte er etwas ungeduldiger, und als ich ihn anblickte, erschien es mir, als sei er von einer Angst getrieben, die er nur mühsam zu verbergen wußte. Ich lauschte erneut, und wieder verneinte ich seine Frage. »Achte auf das Zwitschern der Vögel«, sagte er nun mit einem beinahe hysterischen Ausdruck in seiner Stimme, der mir unwillkürlich einen unbestimmbaren Schauer über den Rücken gleiten ließ, und ich lauschte angestrengt und konzentriert auf die Geräusche der Umgebung. Doch ich konnte nicht das Geringste hören. Allenfalls ein leises Rascheln der vertrocknenden Blätter, wenn eine sanfte Brise sie in Bewegung versetzte. »Ich höre keine Vögel«, antwortete ich ihm. »Nein, nicht einen einzigen Vogel vermag ich zu hören.« Ein beklemmendes Gefühl kroch in mir hoch, während er sagte: »Du erinnerst dich doch, als wir das letzte Mal hier zusammensaßen?« Er spielte auf meinen Besuch im letzten Frühjahr an, und ich erinnerte mich, dass wir angeregt diskutiert hatten und uns dabei beinahe anschreien mussten, um die Kakophonie der vielen Vogelarten, die sein Anwesen beherbergte, zu übertönen und uns zu verstehen. Doch nun hätte man eine Stecknadel im freien Fall hören können.
Das Gefühl der Beklommenheit in mir wuchs weiter an, und ich bemerkte eine leichte Gänsehaut, die sich meiner bemächtigte. Ein undefiniertes Gefühl des Grauen stieg in mir auf, als ich ihm direkt ins Gesicht blickte und sagte: »Ich kann nicht einen Vogel hören. Nichts, keinen Laut.« Er erwiderte meinen Blick und sagte: »Eben, keinen Laut.« Dann schwieg er und sah besorgt aus. Sein Diener betrat schließlich die Terrasse, und für einen Augenblick richtete sich unsere Aufmerksamkeit weg von dem Garten, der so still vor uns lag, als blicke man auf ein Gemälde. »Wünschen die Herren, auf der Terrasse zu speisen?« fragte er in etwas nasalem Tonfall, und mein Freund antwortete: »Ja, mein Guter, serviere hier draußen, wir werden hier verweilen.« Wir schwiegen, während der Diener das Mahl auftafelte, und er entschwand, als wir uns wortlos über die Leckereien hermachten, die er für uns bereitet hatte. Meine Reise war nicht sehr lange gewesen, doch war es inzwischen Mittag geworden, und die frische Luft hatte mich hungrig werden lassen. Schweigend aßen wir, und immer noch schweigend zündeten wir uns danach unsere Pfeifen an, als der Diener das Geschirr abgetragen hatte. Wir sprachen kein Wort, bis unsere Pfeifen die letzten wohlriechenden Kringel in die Luft entschweben ließen und wir sie zum Abkühlen in ihre Ständer legten. Abgesehen von der unheimlichen Stille, die uns in ihrem Bann zog, waren wir gesättigt und zufrieden. Erst als der Diener mit einem Tablett, auf dem zwei dampfende Tassen Kaffee standen, herbeibrachte, blickten wir uns wieder an und er begann zu erzählen. »Ich weiß nicht mehr genau, wann es mir zuerst auffiel«, sagte er, »aber es muß wohl um den Beginn der letzten Woche gewesen sein. Ich saß hier auf der Terrasse, rauchte mein Mittagspfeifchen und stierte ins Leere.« Er beschrieb mit der Hand einen Halbkreis, ohne auf einen bestimmten Punkt zu deuten, und fuhr dann fort: »Ich sah ein Hasenpärchen von dort drüben«, er deutete in die Richtung der Hügelkette zu unserer Linken, »hier auf den Rasen hoppeln, und beobachtete sie eine Weile. Als ich sie zuletzt sah, waren sie mit Umhertollen direkt vor der Hecke, hier direkt vor uns beschäftigt. Das Treiben hielt eine Weile an, und plötzlich waren die beiden weg, wie vom Erdboden verschluckt.« »Wie weg?« fragte ich ihn und ergänzte: »Durch die Hecke gehoppelt.« »Nein, einfach weg.« »Du wirst wohl einen Moment eingenickt sein.« »Keineswegs«, antwortete er entrüstet. »Ich war hellwach.« »Und wie sind sie dann verschwunden?« »Sie hoppelten direkt auf die Hecke zu und waren von einem Augenblick auf den anderen weg, haben sich einfach in Luft aufgelöst.« »Also sind sie durch die Hecke verschwunden?« fragte ich erneut und musterte meinen Freund irritiert. Was er mir da zu erzählen versuchte, klang in meinem Ohre zu sehr danach, als wolle er mir einen Bären aufbinden. Doch ich kannte ihn gut und wußte, woran man einen Scherz auf seinen Lippen erkennen konnte, und dieses Mal ließ er jedes Anzeichen eines Schabernacks vermissen. »Nein, mein Freund«, erwiderte er, »Sie sind nicht durch die Hecke durch. Als sie direkt davor saßen, lösten sie sich plötzlich auf, und nicht ein Blatt oder ein Ästchen an der Hecke hatte sich bewegt.« »Ich bin nicht sicher, verehrter Freund, ob ich dich richtig verstehe, aber soll das heißen, die Hecke hat dein Hasenpärchen verschluckt?« »Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann«, antwortete er, »aber ja, genau so war es.« »Dir geht's doch gut?« fragte ich meinen Freund und sah ihn durchdringend an. »Es geht mir hervorragend, und in meinem Oberstübchen«, sagte er mit Nachdruck und tippte sich dabei mit dem Zeigefinger an den Kopf, »ist alles in bester Ordnung.« Wir schwiegen eine Weile und ertappten uns dabei, dass wir in Richtung der Hecke zu stieren begannen. Schließlich holte er tief Luft und setzte seine Erzählung fort. »Deswegen hätte ich dich natürlich nicht herbeizitiert, aber als ich am vergangenen Wochenende wieder hierher kam, hatte ich meinen treuen Jagdhund dabei und das Erlebnis schon beinahe wieder vergessen. Nathan, mein Hund, war ganz ausgelassen und tollte auf dem Rasen herum. Ich beobachtete ihn, wie er sich seines Lebens freute.« »Da fällt mir auf, wo ist er denn?
unterbrach ich meinen Freund, denn ich wußte, daß er nie ohne seinen treuen Jagdgefährten hier auf sein Landgut ging, zumal er eine Jagd hier draußen besaß, und sein Hund war einer der findigsten seiner Art in diesem Treiben. Als keine Antwort kam, sah ich meinem Freund in die Augen und erkannte, daß sie feucht geworden waren. »Er ist der Hecke zu nahe gekommen und war genauso plötzlich verschwunden, wie es den beiden Hasen einige Tage zuvor passierte. Er löste sich einfach in Luft auf.« Eine Träne kullerte über seine Wange. »Treuer Nathan!« Wieder schwiegen wir eine Weile, als er plötzlich aufstand und aufgeregt weitersprach. »Von diesem Augenblick an ließ ich die Hecke keinen Augenblick, den ich entbehren konnte, mir aus den Augen. Ich rief stundenlang nach Nathan, doch er kam nicht zurück. Dann sah ich, es war bereits Nachmittag geworden, ein Krähenpaar heranfliegen und auf halber Strecke zwischen mir und der Hecke auf dem Rasen landen. Sie näherten sich der grünen Mauer und waren ebenso plötzlich und unerklärlich verschwunden. Seither habe ich eine ganze Reihe Vögel in der unmittelbaren Nähe der Hecke verschwinden sehen.« »Und wohin glaubst du, dass die Tiere verschwunden sind?« fragte ich nun und wußte nicht recht, ob ich irritiert oder ängstlich sein sollte. »Ich habe nicht die geringste Ahnung, mein Freund«, antwortete er. »Deswegen habe ich nach dir geschickt, in der Hoffnung, dass du mir sagen kannst, was du davon hältst.« Er blickte mir beinahe flehentlich in die Augen. »Du bist doch sonst so an den Wissenschaften interessiert und hast auf alles eine belegbare Antwort.« »Ich habe nicht die geringste Vorstellung, was da vor sich geht«, antwortete ich bestimmt, erhob mich aus dem bequemen Sessel und machte einen Schritt in Richtung der Hecke, sie näher in Augenschein zu nehmen. Ich hielt inne, als mein Freund erschreckt aufsprang, mich grob an der Schulter packte und mich zu sich drehte. »Was hast du vor?« brüllte er mich beinahe hysterisch an. »Na ja, ich will mir die Hecke näher anschauen«, antwortete ich. »Hast du mir nicht zugehört?« sagte er nun und fuhr etwas sanfter fort. »Ich will dich nicht auch noch an diese vermaledeite Hecke verlieren.« »Aber wie soll ich denn hinter das Geheimnis dieser seltsamen Hecke kommen, wenn ich sie nicht examinieren kann? So funktioniert die Wissenschaft eben«, antwortete ich. »Wenn du wissen willst, ob ein Kürbis den Sturz von einem Bergrücken überstehen könnte, probierst du das doch auch nicht erst einmal an dir selbst aus, oder?« gab er nun ungehalten und barsch zurück. Während wir Blicke austauschten und ich angestrengt überlegte, wie dem Problem begegnet und meinem Freund geholfen werden könnte, hörten wir das Getrappel von Hufen und das Knirschen von Kutschenrädern die Allee, die auch ich heraufgekommen war, näher kommen. »Wer ist das denn?« fragte mein Freund und rief seinen Diener. »Sieh mal nach, wer da zu Besuch kommt.« Da fiel mir wieder Sir Simon ein, den ich beim Schachspiel am Vorabend, ohne zu wissen warum, hierher eingeladen hatte. Ich erzählte die Geschichte in aller gebotenen Kürze meinem Freunde, und er schnaubte mit den Nasenflügeln. »Sir Simon, pah, so ein Snob! Und ein schlechter Schachspieler noch dazu, und den lädst du hierher ein?« »Entschuldige, mein Freund«, sagte ich, »ich weiß auch nicht, warum ich das getan habe, doch ich hatte ja keine Ahnung, was hier vor sich geht, und befand mich in dem Glauben, es stünde ein langer Schachabend an.« »Na ja, wir werden ja sehen, wie lange es dauert, bis er wieder die Figuren vom Brette fegt, und ein wenig Abwechslung wird mir wohltun. Sir Simon, pah!« Das Geräusch der Räder auf dem Kies war verstummt, und nun hörten wir eine barsche, laute und ungehaltene Stimme, die den Diener meines Freundes einen unnützen Tunichgut schalt und ihm befahl, sofort vorgelassen zu werden. Schließlich stürmte Sir Simon laut polternd zu uns auf die Terrasse hinaus. »Sir Simon«, sagte mein Freund mit gespielter Freundlichkeit, die einem Tauben aufgefallen wäre, »welch Freude, euch auf meinem Landgut begrüßen zu dürfen.« »Papalapap«, erwiderte dieser unwirsch, »ich bin nur hier, um mir die versprochene Revanche nicht entgehen zu lassen, um so besser gleich zwei Nichtskönner auf dem Brett in ihre Schranken verweisen zu können.« Ich sah meinem Freunde bedauernd in die Augen, doch dieser schien für den Augenblick die düstere Stimmung, in der wir zuvor gewesen waren, vergessen zu haben. »Ihr seid wegen des Spiels gekommen, Sir Simon?« fragte er mit einer Stimme, die dem süßesten Zuckerguss alle Ehre gemacht haben würde.
»Ich will sofort meinen Diener nach dem Brett und den Figuren schicken«, sprach's und nickte den im Hintergrund stehenden Diener freundlich zu. Dieser verschwand und kehrte kurz darauf zurück, in der einen Hand das Brett, in der anderen die perlmuttbeschlagene Schatulle mit den Figuren. Sir Simon indessen hatte in dem Sessel, in dem ich die vergangenen Stunden verbracht hatte, Platz genommen, natürlich ohne zu fragen, ob dieser Platz überhaupt frei sei, und herrschte den Diener meines Freundes an: »Dauert das denn immer so lange, bis man hier einen vernünftigen Trink bekommt? Auf, auf! Ich trinke einen doppelten Scotch!« Er blickte kurz zu uns herauf, wie wir noch etwas unentschlossen auf der Terrasse standen, wandte sich dann erneut dem Diener zu und ergänzte gönnerhaft: »Und meine beiden Freunde hier werden vor dem Spiel auch eine Stärkung brauchen. Und was ist das? Nur zwei Sitzgelegenheiten? Bursche, beeil dich und halt keine Maul auf den Pfeil!« Mein Freund nahm seinem Diener das herbeigebrachte Brett und die Schatulle ab, und dieser drehte sich, ohne eine Miene zu verziehen, um das Befohlene eiligst herbeizuschaffen. Mein Freund folgte ihm ins Innere des Hauses und kam kurz darauf mit einem weiteren Sessel zurück, den er an die noch freie Stelle vor dem Tische schob, so dass diese nun ein Dreieck bildeten. Ich hatte mich indes wieder gedankenverloren der Hecke zugewendet und war in eine nachdenkliche Stimmung versunken, als mein Freund mir die Hand auf die Schultern legte und sagte: »Komm, setz dich. Denk jetzt nicht mehr daran. Lass uns unsere Aufmerksamkeit dem Spiele widmen.« Ich tat wie geheißen, und wir setzten uns. Mein Freund begann, die Figuren auf dem Brette aufzubauen, nahm schließlich die letzten beiden Figuren, die schwarze und die weiße Dame, jede in eine geschlossene Hand und fragte in die Runde blickend: »Wollt ihr beide nun eure Revanche spielen?« »Was denkst du denn, wozu ich gekommen bin?« warf Sir Simon mürrisch ein. »Lang und staubig genug war der Weg ja immerhin. Zu ärgerlich, dass ich meinen Kutscher wieder nach Hause geschickt hab. Wo bleiben diese verdammten Drinks?« In diesem Augenblick trat geräuschlos der Diener wieder heraus auf die Terrasse und servierte die gewünschten Getränke, um sofort wieder im Dunkel des Hauses zu verschwinden. Da nun endlich allen Ansprüchen Sir Simons Genüge getan war, wandte er sich dem Brette zu, drehte es so, dass er die weißen Figuren vor sich stehen hatte, und dokumentierte somit hinreichend, dass er zu beginnen wünsche. Ich verzichtete darauf, ihn darauf aufmerksam zu machen, dass nach den Spielen des gestrigen Abends der Beginn an mir sei, und ließ ihn beginnen. Normalerweise dem Spiele zugetan, war ich dennoch zum heutigen Tage und bei dieser Gelegenheit nicht in der Stimmung auf das Rücken der Figuren. Ich ließ einige gute Gelegenheiten aus, mich in Vorteil zu bringen, und selbst als Sir Simons Dame zur Disposition stand, ergriff ich diese Gelegenheit nicht, sondern ließ ihn in Gedanken noch immer bei den seltsamen Berichten meines Freundes betreffs der eigenartigen Hecke und jener merkwürdigen Begebenheiten nach und nach die Revanche-Partie gewinnen. Dass er sich nicht selbst auf die Schulter klopfte, als er diese gewann, wunderte offenbar nicht nur mich, wie mir ein Blick zu meinem Freunde überdeutlich zeigte. Mit sich zufrieden kippte er meinen König um und griff nach dem Humidor, der stets nahe beistand, und entnahm, als wäre dies das Natürlichste von der Welt, diesem eine Zigarre, biss die Spitze ab und spie sie auf den Terrassenboden und entzündete sie. »Dein Diener könnte ihr ruhig mal ein wenig sauber machen«, stieß er paffend hervor. »Sieht ja aus wie bei den Hottentotten«, ergänzte er auf die abgebissene Zigarrenspitze blickend. »Faules Pack und unnütze Fresser, dieses Gesindel«, setzte er noch hinzu. Ich gewahrte ein Blitzen in meines Freundes Gesicht, und plötzlich begann diese, das wegen Sir Simons Eintreffen unterbrochene Gespräch wieder aufzunehmen. Er fragte mich, was ich denn nun von dieser seltsamen Begebenheit halten würde und was getan werden müsste, um diesen seltsamen Vorgängen Einhalt zu gebieten. Inzwischen hatte sich der bislang strahlend blaue Himmel eingetrübt, und es begann langsam aber merklich dunkler zu werden, und ein Hauch von Feuchtigkeit lag in der Luft, wie ich erstaunt feststellte. Sir Simon hatte eine ganze Weile schweigend zugehört und polterte schließlich heraus: »Was ist denn das für eine versponnene Geschichte, die ihr da erzählt? Wer verschwindet, und wo ist überhaupt deine nervensägende Töle? Du gehst doch sonst nie auf dein Landgut ohne diesen sabbernden Köter.« Er hatte einen wunden Punkt in meinem Freunde getroffen,
Doch dieser ließ sich nicht mehr anmerken als eine plötzliche wilde Entschlossenheit in seinen Augen. Er berichtete Sir Simon in allen Einzelheiten von jenen seltsamen Begebenheiten, von denen er auch mir Bericht erstattet hatte. Mir war jedoch nicht verborgen geblieben, dass er nun blumiger, unwahrscheinlicher, fantastischer erzählte. Ganz so, als ob es seine Absicht sei, eine unterhaltsame und gruselige Mär zum Besten zu geben. Sir Simons Blick wanderte ungläubig zwischen mir und meinem Freunde hin und her, und als mein Freund geendet hatte, klopfte er sich auf die Schenkel und lachte lauthals heraus. »Eine Hecke hat deinen Köter verschwinden lassen. Ein famoser Witz!« Er bekam fast keine Luft mehr vor Lachen und keuchte schwer, als er sich aus seinem Sessel erhob. »Ich werde dieser Angelegenheit auf den Grund gehen. Dein Köter wird die Schnauze voll gehabt haben und selbstständig auf die Jagd gegangen sein. Daran zweifle ich nicht. Mich so verschaukeln zu wollen, ich werde es euch beiden zeigen,« sagte er nun mit einem beinahe wütenden Unterton in seiner Stimme. Inzwischen war es, obwohl es erst gegen 3 Uhr nachmittags sein mochte, bereits ziemlich dunkel geworden und ein entferntes Grollen kündigte schweres Wetter an. Sir Simon kümmerte sich nicht darum, sondern nahm Kurs auf die Hecke. Ich wollte ihn zurückhalten, doch ein scharfer, unmissverständlicher Blick meines Freundes hielt mich zurück. Er flüsterte, »Lass ihn, er hat lange genug auf anderen rumgetrampelt, die es nur gut mit ihm meinen. Wenn er gehen will, lass ihn gehen und die Sache untersuchen.« Was dann geschah, ist nur schwer zu beschreiben und passierte innerhalb weniger Augenblicke. Sir Simon hatte sich bis auf 1 oder 2 Schritte der Hecke genähert. Allmählich war ein böiger Wind aufgekommen und er musste sich dagegen anstemmen, als er plötzlich durchsichtig zu werden begann. Man konnte deutlich durch ihn hindurch die Hecke sehen und wie sie sich im Wind neigte. Dann war er verschwunden, war einfach weg. Er hatte sich in Luft aufgelöst. Plötzlich wurde es heller. Der Wind ebbte ab und die Sonne trat zwischen den dichten Wolken hervor. Einen Augenblick herrschte Totenstille. Dann vernahmen wir plötzlich ein lauter und vielfältiger werdendes Zwitschern, und wie aus dem Nichts tauchten zahlreiche Vögel unmittelbar vor der Hecke auf und flogen umher. Auch die beiden Krähen, die mein Freund einige Tage zuvor hatte verschwinden sehen, erschienen plötzlich wie aus dem Nichts, und schließlich hörten wir ein lautes, freudiges Bellen. Als sei er gerade eben durch die Hecke gesprungen, jagte Nathan, meines Freundes Jagdhund, auf uns zu und begrüßte seinen Herrn mit einem freudigen Winseln. Mein Freund indessen vermochte Tränen der Freude nicht zurückzuhalten. »Nathan, mein Guter!« sagte er immer wieder und tätschelte und drückte den großen Hund an sich. Inzwischen zeigte sich der Himmel wieder in dem strahlenden Blau, das auch vorgeherrscht hatte, bevor Sir Simon eintraf. Die Luft roch frisch und nicht mehr nach Regen, und die Vögel zwitscherten in der gewohnten Kakophonie, die ich von meines Freundes Landgut gewohnt war. Der Diener trat auf die Terrasse und fragte, »Wünschen die Herren nun das Abendmahl einzunehmen?« »Ich habe alles vorbereitet. Ist Ihr Freund wieder abgereist? Wird er nicht mitspeisen?« »Nein«, antwortete ihm mein Freund, »er ist abgereist und wird nicht mitspeisen, aber wir beide haben einen Bärenhunger. Du kannst auftafeln, mein treuer Freund, und dann wirst du uns Gesellschaft leisten. Einen solch schönen Tag muss man genießen.« Epilog. Der Diener hatte keine Kutsche kommen sehen, die Sir Simon abgeholt hätte, und er wusste, er würde dies unweigerlich bemerkt haben müssen. Aber er stellte nie wieder eine Frage über den Verbleib Sir Simons. Als ich am nächsten Tage nach Hause zurückkehrte, schickte ich einen Boten nach Sir Simon, um Erkundigungen einzuziehen, doch mein Bote wusste nur zu berichten, die Dienerschaft sei vollzählig vorhanden und würde sich um alles kümmern, doch Sir Simon sei auf Reisen mit unbenanntem Ziele, und wann er zurückkehre, sei unbekannt. Niemand vermisste Sir Simon, und niemand stellte jemals wieder weitere Fragen über seinen Verbleib.
Die seltsame Hecke hatte niemanden mehr verschwinden lassen, und man vermochte sich ihr gefahrlos zu nähern. Nur manchmal, wenn schweres Wetter ihre Zweige umbog, so berichtete mein Freund einige Monate später, vermeinte er ein Stöhnen und gequältes Rufen zu hören. Doch auch genaueste Untersuchung förderte keine neuen Erkenntnisse zutage. Wir beließen es dabei. Der nächste Schachabend verlief harmonisch, und keiner meiner Gäste vermißte die Anwesenheit Sir Simons. Und die herzhaft gewürzten Erdnüsse, teuer genug waren sie immerhin gewesen, schmeckten vorzüglich. EA Pop Productions.